Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, recht neuem, ungewöhnlichen Video. Ich dachte, ich mache das nochmal zum Ende des Jahres. Ich hätte das eigentlich die ganzen Game Awards machen können. Ja, erstmal hallo, hier ist DK von Game Stage 5. Ich dachte mal, ich bin mal noch kurz vor Ende meiner. Ja, es kommen noch ein paar Videos, keine Sorge. Da, wenn ich das. Wenn das alles nach Plan läuft, kommen noch so Marvel's Capcom Videos. Und mal schauen, vielleicht kommt noch etwas anderes, also beziehungsweise noch etwas, was mit Marvel's Capcom zu tun hat. Auf jeden Fall dachte ich, ich mache mal so ein Video, wo wir hier über die Game Awards 2024 Voting machen. Ihr seht, ich habe mich schon angemeldet hier. Die Game Awards, die verfolge ich schon seit Anbeginn der Zeit. Geoff Keighley kenne ich nämlich seit der Seite Game Trailers. Game Trailers war früher der Ort, bevor YouTube alles sozusagen übernommen hat an Videos, die wo Trailer nachher the place to be waren. Ja, und Geoff Keighley, ich meine, ey, der Typ, also mittlerweile die Veranstaltung. Ja, es ist einfach eine ganz große Blabla-Marketing-Veranstaltung für neue Trailer, für neue Ankündigungen. Und dafür gucke ich teilweise die Show. Ich bin aber auch noch Fan genug der Videospielindustrie, weil ich, wie gesagt, manche Leute feier, beziehungsweise. Die Show bringt mir das rüber, dass da wirklich gefeiert wird, sozusagen. Ja, es ist auch einiges im Argen dieses Jahr. Was soll man machen? Es gibt auch einige Kategorien, beziehungsweise wie das dargestellt wird. Ja, es ist sehr viel Werbe-Blabla. Dieses Jahr, wir werden gleich sehen bei den Votes, ist hier ordentlich kontrovers. Ja, und ich dachte, wenn ich meine Videospiel Expertise hier irgendwo teilen kann, dann auch hier. Nicht nur in meiner Ranking-Stage, weil ich ja hauptsächlich doch schon Kampfspiele und Singleplayer hier vorstelle. Ich meine, ja, das ist auch eine Varianz. Bisher war das ja nur Survival Horror, Action und sehr viel Fighting Games. Es ist nun mal einer meiner Genres. Naja, und jetzt natürlich John Keogh, The Bad Guy, als Partner, der hier auch seine Expertise zugibt. Okay, dann wollte ich mal sagen, Start Voting. So, Game of the Year Nominee. Ich werde jetzt auch ein bisschen drüber sprechen. Recognize a game that delivers the absolute best experience across all creativity and technical fields. Ja, Game of the Year. Ich sag mal so, das, was da steht, also wenn wir danach gehen sollten, ist technisch gesehen. Wir müssen noch ein bisschen runtergehen. Ein Metaphor wie Fantasio. Kreativ, aber technisch nicht auf dem höchsten Stand. Technisch ist Black Myth Wukong voll dabei, aber kreativ nicht unbedingt. Was eigentlich der ganze Text alles vereint, ist eigentlich Astrobot. Astrobot, ich habe es nicht, ich habe es noch nicht gespielt. Das ist noch auf meiner To-Do-Liste. Ich bin nämlich noch beschäftigt mit dem fantastischen Spiel hier. Das hier, Final Fantasy Rebirth, ja, es ist technisch auf einem sehr soliden Punkt. Ich finde das als Game of the Year, ja, es war Most Anticipated Game, weil jeder war wirklich gespannt, wie das nach Remake los weitergeht. Das Problem ist bei mir jetzt und bestimmt bei gewissen Leuten, die auch die Final Fantasy Lore verfolgen über die Jahre, wo sehr viel rausgekommen ist, Handyspiel, CGI-Film und zwei weitere Spiele, ne, Dirge of Cerberus, Crisis Core, was ja auch nochmal ein Remaster bekommen hat. Und ja, mit dem Remake, ich hielt das, also wie gesagt, für mich ist Remake so genau die Portion, beziehungsweise das, was ich mir eigentlich erhofft habe von einem Remake. Viele wollten aber eher
ein Remake im Stile wie das Persona 3 Reload Remake. Nicht zu viel rütteln, das System beibehalten, den Flair beibehalten, ein paar in die moderne Neuerung reinbringen und Quality of Life-Dinger. Final Fantasy VII Rebirth, beziehungsweise die Remake-Trilogie jetzt, das wird ja noch ein Spiel kommen, macht das alles anders. Und ich muss sagen, das Spiel hat Probleme. Erstens die Entscheidung, weit zu weite Gebiete zu machen und sehr viele Minigames. Zu viele Minigames. Es gab ein Minigame natürlich, Queen's Blood, wirklich geil. Ja, kommen wir jetzt auch zu Balatro. Das sollte jeder gespielt oder gesehen haben. Das ist halt ein Kartenspiel. In die Kartenspiel. Ich gönne es den Entwicklern, aber ob Game of the Year, ich weiß es nicht. Was das hier zu suchen hat, ich habe keine Ahnung. Ich sag mal so, ich finde es respektabel, dass es genannt wird, weil dieser DLC hat Rekorde gebrochen. Dieser DLC hat solch einen Inhalt, da könnte man auch gleich sagen, warum Witcher 3 nicht mit Blood and Wine drin ist, weil das, sagen wir mal so, ähnliche Qualitäten hat, dass ein DLC wirklich krass ist. Klar, das haben Leute 3, 4 Mal nochmal durchgespielt. Es ist mir bewusst, warum das hier drin ist. Jeff hat ja ausdrücklich in seinem Video gesagt, wo er wo kein Mitspracherecht hat, deswegen hat er sich hier gleich rausgebombt. Warum das hier drin ist, verstehe ich beim besten Willen nicht. Das hier, okay, ja, es ist ein Crowdpleaser, das wurde sehr lange verfolgt und außer schön aussehend, finde ich, macht nicht viel das Game mit mir. Das Game of the Year würde ich eigentlich, also beziehungsweise warum ich das jetzt hier vote, ist Metaphor Reinfantasio, nicht nur, weil ich ein Bias zu Atlus habe, sondern das Spiel wurde, es ist erstens eine neue IP, ja, Astrobot ist auch wirklich neu, Black Myth ist auch neu, Balatro ist auch neu, aber Black Myth Wukong hat außer seiner, ja, technischen Pracht und den Bossgegnern nicht wirklich viel zu bieten. Es ist wirklich ein hochpoliertes, ja, so ein Double-A-Game, was wirklich hochgezüchtet wurde. Ich finde es okay, aber Game of the Year, not for me. Metaphor ReFantazio ist in so vielerlei Hinsicht erstmal eine neue IP von Atlus, wo dann 8 Jahre dran gearbeitet wurde, von den Masterminds hinter Persona 3, 4 und 5. Der Soundtrack ist etwas, was ihr alle noch nicht gehört habt. Das ist wirklich fantastisch. Es ist halt rundenbasiertes Rollenspiel und das Jobsystem. Wir hatten sehr, sehr lange kein gut gemachten Jobsystem wie hier, weil es gibt hier keine Persona, keine Romance. Das Zeitmanagement ist sehr übersichtlich. Das Zeitmanagement wird dir ganz genau platziert, was du machen kannst. Wie du. Also man wird ganz gut klarkommen. Die Struktur ist wirklich gut. Die Story geht ganz gut voran. Es wird im Laufe des Spiels dir mehr Zeit geboten, mehr Quests zu machen, weil da sich auch Geschichten drin stecken. Der Voice Cast ist wirklich toll bei den Charakteren. Die Charaktere, wie sie dargestellt werden, meine Fresse. Wirklich gut. Also, ich weiß nicht, wer das gewinnen wird. Also, wenn Elden Ring gewinnt, dann haben wir ja alle die Kontrolle unseres Lebens verloren, beziehungsweise bei Elden Ring. Ja? Ich hoffe, wenn Astrobot gewinnt das. Wenn es das gewinnt, bin ich nicht so ganz glücklich damit. Aber mein Vote geht auf Metaphor ReFantazio. Da ich sage, das Spiel ist frisch, ist neu und ja, es belebt das JRPG-Genre. Vor allen Dingen, ich finde, das ist das stärkste JRPG-Spiel in diesem Jahr. Wirklich. Weil, ja, klar. Die Anime-Ästhetik, das ist nun mal Atlus. Aber was eigentlich den meisten Leuten ansprechen sollte, ist das Setting. Und das ist halt dieses European Fantasy Setting, was sie ziemlich gut nutzen.
für eine ernste Thematik. Und das wird dir nicht so aufs Gesicht gedrückt und wirklich der Voice Cast, also wie die Leute geschrieben sind und was da für eine Gruppe zusammenkommt. Und wie das Zeitmanagement funktioniert und so. Also, und vor allen Dingen, es lässt dir die freie Wahl, also die Entwickler lässt dir die freie Wahl, was du für Jobs da machen kannst. Und das ist unfassbar krass. Also echt schon geil. Also schwer ist das Spiel. Ja, es hat ein paar knackige Momente, aber das kann man sich dann ein bisschen mal. Also wie gesagt, mein Game of the Year Vote würde an Metaphor ReFantazio gehen. Okay, gehen wir weiter. Und Moment, ihr werdet jetzt gleich sehen. Oh, das ist ja nochmal dasselbe in Blau. Und ja, Best Game Direction. Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. So, was heißt das jetzt? Best Game Direction. Ich würde schon sagen, ja. Ja, aber da haben sie Erfahrung. Ich würde ja sagen, entweder Metaphor, weil das visuell einfach wieder mal wirklich nochmal zeigt, ey, Atlus, die haben was drauf. Der Art Designer, der Menüs, hat gesagt, wisst ihr, wie alleine nur schon das Pausenmenü, was das für ein Pain in the Ass ist zu designen? Also, für die Arbeit würde ich das machen, aber den Vote würde ich Astrobot geben, weil was Asobo hier innerhalb von 3 Jahren gezeigt hat und wirklich, wirklich mega geile, sicheres Design, also Jump-and-Run-Design gezeigt hat. Und halt so innovative kleine Gameplay-Assets mit dem ganzen Jump-and-Run-Mechanik in ihrem Spiel machen. Auch wenn ich einen Bias zu diesem Spiel habe, ich finde Astrobot ist das. Hat die beste Game Direction. Erstens die kurze Zeit. Zweitens, es ist so rein, es hat so reingehauen. Balatro, ja, würde ich auch verstehen. Das, da schmeckt mir halt, wie gesagt, einiges nicht. Ne? Das hat so ein paar Hits und Miss. Ich hab's, wie gesagt, sehr viel geguckt und auch ein bisschen angespielt bei gewissen Freunden, aber nee, das ist nicht das. Elden Ring hatten wir schon. Nichts gegen Elden Ring, das Design ist fantastisch, da stehen voll viele drauf. Aber nein. Und Final Fantasy VII Rebirth. Ja, die ganzen technischen Spielereien, die sind gut gemacht. Ja, ich weiß, was das für eine Höllenarbeit ist und was das für ein Budgetfresser ist, aber das hier. Hui, das zeigt nochmal, ja, mit einer gezielten Vision und einem gezielten Budget und innerhalb einer kurzen Entwicklungszeit. Wow, also Team Asobo, wow, das ist fantastisch. Also deswegen geht mein Vote an Astrobot. Ich würde es dem wünschen. Ich find's nur bescheuert, dass das dieselben Spiele sind wie bei Game of the Year. Gehen wir zum nächsten Nominee. Best Narrative for Outstanding Storytelling and Narrative Development in a Game. So, wir haben jetzt hier tatsächlich nur 2, 4, doch 5. Votings. Okay, warum, was das hier tut, weiß ich nicht. Das ist nämlich nur ein Teil einer Geschichte und wir wissen alle, wenn Final Fantasy VII Rebirth das gewinnt, verstehe ich das überhaupt nicht. Ja, klar, es ist aber ein Teil einer Trilogie und es wird sich erst gut anfühlen, beziehungsweise vollständig, wenn der letzte Teil kommt. Dann würde ich sagen, ja, dann kann man das verstehen, weil man hat einen Bezug drauf. Final Fantasy VII Rebirth, schwierig. Yakuza Like a Dragon, muss ich sagen, das braucht ein bisschen zu lange, um in Wallung zu kommen. Metaphor ReFantazio ist dagegen also das klarste von allen. Also es hat die direkte Division, wie gesagt, die präsentiert einen ganz klaren Plot, worum es geht. Es finden Events statt, die wichtig sind und die Konflikte, die sind auch im Vordergrund. Also das Spiel weiß ganz klar zu erzählen und beziehungsweise auch das Pacing auch ganz gut zu halten, wenn es natürlich zu den Storybeats kommt, ey, geht los.
Ich finde, das hier ist ziemlich schwach geworden, weil das wird von seinen Charakteren gehalten. Wenn ich Hellblade 2, was geben würde, dann nicht als beste Narrative. Wirklich nicht. Also, das ist mehr ein Erlebnis als das. Silent Hill 2. Ich weiß, ich habe was gegen Konami, aber Silent Hill 2, das war vor über 20 Jahren. Es ist immer noch eines der besten Geschichten und ich habe mir dieses Remake wirklich sehr lange durchgeguckt und es ist tatsächlich fast Beat by Beat dieselbe Story. Es sind ein paar kleine Änderungen, aber im Grunde genommen ist es dasselbe. Da sind halt noch ein paar Enden neu dazugekommen, aber die sind nicht so relevant. Das Problem ist, diese Story war vor 20 Jahren gut und sie ist heute immer noch gut. Warum? Weil das einfach so eine einmalige Story ist. Ich finde aber, es ist unfair, wenn eine 20-jährige Story gegenüber eine frische neue Story, die wirklich entwickelt wurde, frisch neu, also wie gesagt, also von allen, also von Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon, Infinite Wealth und Hellblade ist mehr charakterdriven als tatsächlich, also man spielt es nicht für die Story. Also man spielt es tatsächlich um das Erlebnis und der Optik und so weiter und so fort. Silent Hill 2, also ich sag mal so, das Rennen wird eher zwischen den beiden Games kommen. Warum Silent Hill 2 nicht für Game of the Year nominiert wurde, anstatt unter dem Palato, ich weiß es nicht. Da ich aber, wie gesagt, Silent Hill 2 Remake, es ist schön, also ich sag mal so, es ist schön, dass die Leute heutzutage Silent Hill 2 spielen können, aber ich weiß nicht, Leute, hier, Metaphor. Metaphor hat es verdient, weil das ist eine ganz neue, klare Geschichte mit einer Thematik, dass dir nicht so aufs Gesicht gedrückt wird und einer Thematik, die heutzutage immer noch sehr aktuell ist und sein kann. Es macht es so spielend und so sicher und so gut. Ja, also, ja. Best Narrative, Metaphor. Best Art Direction for Outstanding Creative and Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Ich würde auch schon sagen, Astrobot. Auch wenn ich sagen würde, Metaphor oder Neva. Neva ist auch ziemlich sehr artistisch. Sehr artistisch in diesem Spiel. Ich habe es mir, wie gesagt, auch sehr angeguckt. Aber Metaphor. Habe ich hier noch einen? Nee. Metaphor, also das Design ist geil, aber das hier spielt mit dem Design. Das hier, die Optik ist Teil der gesamten Erfahrung. Also wir kennen alle also alle kennen mittlerweile Atlus seit Persona 5. Persona 5 ist eingeschlagen wie eine Atombombe. Und alle wissen, dass das Design und das Ganze dem Ganzen unterstützt. Gameplay-mäßig, also das ist nämlich das, warum ich sage, Metaphor würde nicht mein Vote bekommen, sondern Astrobot, weil Astrobot das macht sogar Gameplay-wise so viel, deswegen Astrobot. Wirklich. Also das ist wirklich, wirklich toll. Also so viel Idee mit Animation, mit Easter Eggs, mit Liebe zum Detail, dass es wirklich sich anfühlt, als wärst du ein Kind, wie gesagt, also dieses Kindsein. Und es ist wahnsinnig toll. Also das Spiel ist, wie gesagt, nicht ohne Grund eins der besten PS5-Spiele der letzten Jahre. Das ist traurig zu sagen, aber es gibt nichts anderes. Meines Erachtens. Best Score in Music. Astrobot hat schöne Titel. Es gibt ein paar nette Tracks, aber es sind gute neue Arrangements, aber Akira Yamaoka hat einige Sachen beizugesteuert. Er hat so ein paar interessante Beats gemacht, aber oh, das nee, nee, also ich werde die rausnehmen. Ich werde die rausnehmen, auch wenn viele vielleicht sagen, ja. Weil Silent Hill, also vor allen Dingen die ersten
vier Spiele sind Killer. Also das sind Yamaokas wirklich, also die habe ich rauf und runter gehört, die höre ich ja bis heute noch beim Bearbeiten der Videos. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre, glaube ich, gewinnen wegen Yamaoka. Yamaoka ist mittlerweile ja ein bisschen Mainstream. Warum Slitherhead nicht drauf ist, I don't get it. Zumindest hier, weil das ist ja Yamaokas Neues, aber Slitherhead, wer hat schon Slitherhead gespielt, ne? Wann ist Slitherhead rausgekommen? Ah, es ist ja, ne, aus dem Fokus dieses ganzen Kriteriums. Stellar Blade. Ich muss sagen, Stellar Blade, da hat ja der, oh, wie hieß er nochmal? Jedenfalls der Komponist von Tekken Tag Tournament und den Nier-Spielen, beziehungsweise den Drakengard-Spielen. Ja, also ich muss sagen, das hat wirklich gute Tracks. Ich finde es gut, dass Stellar Blade zumindest hier vorkommt. Ich muss aber wirklich sagen, der Soundtrack ballert. Der Soundtrack ballert richtig. Also wirklich, das ist eine Musikerfahrung, weil das hat Beats, aber bekannte Beats. Das sind so bekannte Beats, wo man wirklich sagt, selbst wenn Yoko Taro gesagt hat, dass dieser Touch von leichtem Nier Automata, das ist ja nur leichter Touch, deswegen erinnert das ganze Spiel so ein bisschen dran. Aber es hat trotzdem geile Tracks, die ich gerne angehört habe. Die untermalen auch sehr gut die Action. Das hier ist so geil. Das ist. Oh, also ich bade in diesem Soundtrack. Ich bade in diesem Soundtrack. Es ist unfassbar, wenn dieser Kampfmönch da auf Esperanto da ein abchantet und das ist so geil. Leute, hört euch einfach nur das Battle-Theme an. Das ist das normale Battle-Theme, nicht ein Boss-Theme oder Endboss-Theme. Bei anderen wird es das Endboss-Theme. Das ist einfach nur der Battle-Theme und es geht mir nicht auf den Sack. Ja, das muss man erstmal machen. Ich bin schon 60 Stunden drin. Und ja, das ist absolut geil. Diese Range von diesem Soundtrack. Wow, also wow. Also wirklich. Also Metaphor, kick my vote. Einfach. Einfach und normal. So. Best Audio Design. Ich glaube, das hier würde schon eher gewinnen. Das macht Sinn. What the fuck? In-game Audio und Sound Design. Ich finde, die Sounds, die haben dieselbe Qualität wie Remake und das ist jetzt nicht abwertend, aber what the fuck is going on here? Ja? Dann würde ich ja schon lieber was anderes nehmen. Ein Call of Duty macht Sinn. Auch ein Astrobot macht komplett Sinn. Ich finde, das reißt es nicht mehr raus, weil, es macht quasi das, was es macht. Und ich finde es toll, dass diese Qualität gehalten wird. Silent Hill 2 macht wirklich auch gute Arbeit. Also, hey, man muss Blooper schon was sagen. Die haben sich wirklich den Arsch abgearbeitet, was das Sounddesign angeht. Und das ist immens wichtig. Ich bin zu sehr Fan vom Original. Dass mir originale Sounddesign mir immer noch im Ohr sitzt als das da. Das ist jetzt eine persönliche Präferenz. Es könnte aber sein, dass das gewählt wird, weil Horror Games sind wichtig. Das hier aber macht alles. Also, wie lange habe ich dieses Spiel mir angeguckt? 3, 4 Stunden. Jeder Sound, jeder alles, da sitzt alles. Selbst Wind. Selbst hüpfen, selbst wenn du die Items benutzt, selbst wenn du auf irgendwas springst, wenn du auf etwas gehst, das ist wirklich top. Also Astrobot ist wahrscheinlich technisch das beste Spiel auch dieses Jahr. Deswegen mein Vote an Astrobot. Weiter geht's. Best Performance. So, da ich weiß, was das hier alles für Leute sind. Die spielen. Also das hier ist Aerith. Warum Aerith hier gewählt wird, I don't get it. Aber das ist ja ihr letzter Final Fantasy 7 Auftritt ist. Spoiler, Spoiler. Ja, Aerith ist toll. Aerith ist cool. Das ist eine logische Konsequenz, wie sie entwickelt. Life is Strange, ja. Sie macht das ziemlich gut. Die Chloe, die neue Chloe.
Ah, zu Stereo. Also das, was sie vorbekommen hat, ja. Er macht es mir ein bisschen zu verträumt. Aber er macht es gut für die Stimmung des Remakes, aber er ist mir jetzt ein bisschen zu verträumt. Melina Jürgens, sie hat ihre Learnings gemacht, ich finde aber nicht outstanding. Deswegen geht mein Vote an Hannah Tell als Chloe, weil das ist die menschlichste von allem. Sie, vor allen Dingen die Thematik, die sie auch verarbeitet in Life is Strange Double Exposure. Ich spiele es selber nicht mehr, ich bin auch gar nicht mehr drin. Ich habe es mir aber angeguckt und ich finde das wirklich toll, also wie sie performt. Ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal zurückgeholt wird und das wirklich so gut macht und wirklich den Charakter merkt, den Entwicklung an. Also deswegen, Hannah Tell, ja, würde ich sagen, verdient. Ich glaube, Aerith bekommt Innovation in Accessibility. Ich sehe Prince of Persia Lost Crown, I click, weil. Ich finde, das, was du da machen kannst für Leute, die Spaß haben wollen an dem Spiel und so weiter und so fort, das ist unfassbar gut. Jeder kann eine eigene Erfahrung von Lost Crown haben auf seine Weise. Und wie gesagt, er kann das sehr, sehr einfach spielen, der kann das sich sehr, sehr schwer machen oder der kann sich das ganz innovativ gestalten. Und ich finde, das hier ist wirklich toll. Und da Prince of Persia Lost Crown sehr wenig gewotet wurde, keine Ahnung. Das hier, I don't get it, nein. Das hier, who cares? Diablo 4 habe ich keine Ahnung von und Call of Duty, I don't know. Deswegen, mein Vote geht an Prince of Persia Lost Crown. Ja, Ubisoft, aber das ist das einzige Ubisoft-Spiel, was. Weil das ist ja von den Macher, von den Leuten von Rayman Legends und Origins und die wissen, wie man Spiele macht. Und mein Gott. Ist nur scheiße, dass gerade dieses Spiel, dass gerade dieses Team hier aus dieses Jahr auseinandergenommen wurde für was anderes. Und ich hasse dafür Ubisoft schon. Dafür sollte das Spiel dort mehr, ja, Liebe bekommen. So, Games for Impact, Provoking und Pro Social. Pro Social, Life is Strange, viel besser. Das hier ist plump. Es ist wirklich plump. Das ist wirklich plump. Das macht gar nichts. Also es ist nicht provoking und es ist nicht pro-social. Es ist eher, ja, krass die Message liefern als pro-social. Neva ist mehr Depri als das. Also ja, es behandelt schon einiges, aber habe ich nicht gespielt. Indica, oh my fucking God. Das ist provoking as fuck. Es rechnet nämlich mit der, Kirche, mit der orthodoxen Kirche ab und in einer Zeit, wo wirklich, also Indica, das muss ich noch spielen, aber das, was ich gesehen und gehört habe, boy, das ist interessantes Storytelling. Übrigens, ihr werdet nicht bereit dafür sein. Niemand wird dafür bereit auf dieses Spiel sein. Dieses Spiel ist wirklich, drückt da, wo der Schuh schmerzt. Jetzt aber nicht so, wo man sagt, sondern oh, aha, ne? Aber Pro Social ist Life is Strange wirklich sehr gut. Also ich muss schon sagen, ich würde schon fast nachholen, aber ich habe leider nicht die Interesse an dem Spiel selbst. Vielleicht irgendwann, aber nicht dieses Jahr und es ist auch nicht für immer da. Nichts gegen das Spiel, aber ich gucke es mir eher erstmal an. Also ich guck's mir an und vielleicht irgendwann, vielleicht. Aber sie haben es wirklich gut gemacht. Deswegen, ja, ich denke mal, das wird den Vote bekommen, aber da Indica nicht hier irgendwo gewotet wird, bekommt Indica für mich, weil die haben es verdient, die kleinen Leute von Oddmeter. Die haben es vollkommen verdient. Best ongoing game. Ich würde schon fast sagen, weder Final Fantasy 14 oder Fortnite, die schenken sich nichts. Warum Diablo 4 hier drin ist und kein Fighting Game, I don't know. Destiny 2 ist immer noch dabei, aber ja, da habe ich Probleme gehört. Helldivers ist genauso. Es war am Anfang ziemlich geil und jetzt oder doch, weil ich bin da nicht so drin, aber bei dem hier, ja, komm.
Final Fantasy 14, let's fucking go. Best Community Support, da würde ich schon fast sagen, No Man's Sky. No Man's Sky, da höre ich jedes Mal immer was Geiles raus. Ich sehe immer auch, die Leute sind alle glücklich, was sie für Entscheidungen machen. Also No Man's Sky. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Best Independent Game. Animal World könnte das gewinnen, genauso wie Balatro, weil das die meisten gespielt haben. Lorelei und Laser Eyes, nope. Neva, eher weniger. UFO 15, eigentlich hätte das mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das wirklich so, Mann, so wahnsinnig aus der Reihe tanzt. Ja, ich komm, mein Wort geht an UFO 15. Das, was ich da gesehen habe, das ist unfassbar krass. Best Debut Indie Game. The Plucky Squire, nicht gespielt. Pacific Drive. Nette Idee. Nette Idee. Ja, Manor Lords. Ja, Balatro, Animal World. Ich würde schon sagen Balatro. Balatro, da würde Balatro zum Beispiel mein Vote bekommen. Guckt euch einfach mal das Game an. Es spricht entweder einen an oder nicht, aber das, was die da machen, ist schon wirklich innovativ. Und dafür, dass es ihr erstes Game ist, pff, Animal World, auch ganz schön krass. Ja, Balatro. Hier bekommt der Vote Balatro. Best Mobile Game. Ich bin gar nicht so drin. Balatro, weiß ich, dass es eine Handyversion gibt. AFK Journey, nope. Pokémon Trading Card Game, nope. Bubbling Waste, no. Zenderson Zero, ich finde die Idee geil, mich nervt, aber ein ganz gewaltiger Aspekt und ich habe es dieses Jahr abgebrochen. Also wie gesagt, konzeptmäßig yeah, aber von den Mechaniken her no. Deswegen Balatro, das ist ein ganz normales Game. Let's fucking go. So, Best VR, AR, da ist jetzt natürlich die Frage, was würde ich spielen? Und das ist natürlich, das wäre Batman Arkham Shadow. Ich höre nur Gutes. Daher, I see Batman, I click. Sorry. Best Action Game. So. Best Action Game. Was machen Call of Duty da? Ich meine, ja klar, das ist ein Action Game. What the best game in Action Gear Genre focus primarily on combat. Okay. Black Myth Wukong hat kein gutes Kampfsystem. Das sage ich euch allen so, das ist not good. Helldivers 2 macht wirklich gutes Zeug, aber ich finde, das ist jetzt, das ist nicht das Ausschlaggebende. Warhammer 40k, Space Marine 2. Ich habe das gesehen, ich finde, es passt zum Warhammer, aber es ist jetzt nicht, du spielst es nicht nur wegen dem Gameplay, du spielst es allgemein wegen dem Vibe. Das hier, Stellar Blade. Nicht nur, weil ich ein Bias habe für Character-Action-Games. Ja, es ist ein Character-Action-Game mit Souls Online, aber pff. Das, was hier Shift-Up gemacht haben, also der primäre Grund, warum man dieses Spiel spielt, klar, Optik, also das Design ist gut und das Gameplay. Also das ist das beste Action-Gameplay dieses Jahr, was wir bekommen haben. Unter anderem mit Hi-Fi Rush. Aber Hi-Fi Rush war ja schon letztes Jahr dabei und es war nicht, es hat nicht, hat es gewonnen? Es ist halt ein bisschen näher. Aber ich muss sagen, Stellar Blade hat es verdient. Definitiv. Daher mein Vote an Stellar Blade. Ich würde es auch jedes Mal wieder zocken. Es hat mega geil Spaß gemacht. Es ist eines der besten Character-Action-Games, die wir hier bekommen haben. So. What the fuck is this? What the fuck is this? Best Action Adventure. For Best Action Adventure Game. Combining combat and traversal and puzzle solving. Ja. Verstehe. Prince of Persia. Astrobot. Müsste gewinnen. Nein. I don't know. Astrobot ist eigentlich der ganz klare Gewinner, aber da Prince of Persia, Lost Crown, so gut ist in Combat und Traversal and Puzzle Solving, das ist so ein gutes Spiel, das leider niemand gespielt hat. Es ist halt dieser Quote dieses Jahr.
So ein Scheiß. Astrobot. Es hat Combat, nee, also wenn es das erfüllen muss, hier, wenn es das erfüllen muss, hier, Combining Combat with Traversal and Puzzle Solving, dann ist Prince of Persia, vertritt das alles grandios. Ja, Puzzle Solving, ja, Combat, Kein gutes Combat. Das hier, Puzzle Solving, Traversal, no. Combat, yeah. Aber es ist halt nur zum Zweck. Du musst dich ja wehren. Du wehrst dich ja aus anderen Gründen. Hier, ich habe einfach keine Sympathie für das Spiel. Super Durchschnitt. Das hier. Prince of Persia Lost Crown. Definitiv. Best RPG. Das Dragon's Dogma einmal hier drin vorkommt, ist schon geil. Nur so nebenbei. All diese RPGs. Wir scrollen nochmal runter. Kein Dragon Age. Kein Dragon Age. Alles japanische Spiele. Wenn es das gewinnt, ich bin ein bisschen traurig. Klar, für manche ist das echt ein gutes Spiel. Aber ne, die Leute spielen nicht so viele JRPGs. Warum das hier drin ist. Ja, das ist auch gut, aber wir wissen alle, also wer das Rennen machen wird, entweder wegen Elden Ring oder Metaphor. Einfach Metaphor. Warum Persona 3 Reload nicht dabei ist? Ja. So, Leute. Best Fighting Game of the Year. What the fuck is this? What the fuck is this? Das war letztes Jahr dabei. Und das war eine fucking Beta. Wer spielt dieses Spiel? Ah! Oh, okay. Und dann Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Ich bin froh, dass es gewonnen ist. Aber das hat hier nichts zu suchen. Das hier absolut nichts zu suchen, da das eine Collection von alten Games ist. Und ich freue mich, dass Marvel vs. Capcom drauf ist. Aber Leute, wir hatten ein Undernight, Imbolc, XLA und wir haben ein Blazing Strike. Und wir haben ein Pocket Bravery. Hallo! Die Auswahl ist groß. Das hier, ich akzeptiere es. Auch wenn es nur eine Erweiterung ist, aber wir haben das auch schon mit Street Fighter und Mortal Kombat gehabt. Ich habe so ein Problem mit diesem Spiel und vor allen Dingen optisch. Es trifft gar nicht meine Optik. Ich weiß nicht, wie die Massenleute auf diese Optik feiern können, wo es bei Fighters einfach viel besser gemacht ist und Fighters ist das viel bessere Spiel. Sparking ist ja sozusagen der japanische Titel für die Budokan Tenkaichi-Spiele. Das waren ja die 3D Arena Fighter Games von, oh, wie hieß der nochmal? Die haben auch das One Piece Blooded, Red Blooded, bla bla gemacht, diesen Arena Fighter. Chunsoft, genau. Und also, ja. Also der eigentliche ganz klare Winner, also wenn diese Kategorie nicht Tekken 8 gewinnt, ich habe dann sowieso längst das Glauben an der Menschheit verloren. Und die haben ja sowieso Probleme, Fighting Games zu voten. Aber dann denke ich mir so, wenn das hier drin ist, was ist mit fucking Guilty Gear? Ja? Was ist mit fucking Street Fighter 6 dann? Also, please, nimmt das raus. Oh, nimmt Multiversus raus. Leute, das kann doch nicht sein, dass das nochmal hier, wer das hier jetzt nochmal gewinnt. Because, weil, ja, das sind bekannte Marken. Und kein Tekken 8, was. Das ist das Jahr von Tekken. Also, Tekken 8, auch. Ich habe Bad Experience gemacht und sehr viele gut. Very, very good time with the game. Und es ist für mich das beste Tekken, weil es überträgt den Spaß, den Tekken 5 für mich ausgemacht hat. Also, zum 30. Jubiläum. Sie haben sie wirklich einen sehr guten Grund gemacht und.
Wollen wir mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Das ist ja jetzt gerade mal, ne, fast jetzt ein Jahr draußen. Das fehlt noch ein bisschen. Aber wenn Tekken 8 das nicht bekommt, wenn das bekommt, okay, es ist Dragon Ball. Ja, I understand this. Aber Leute, die Quali. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir auch die Specials und so weiter angeguckt. Mir schmeckt die Optik halt nicht. Ne? Und das als ein Online-Fighting-Game zu betrachten, na, schwierig. Das ist eher ein Fun-Game als tatsächlich wie ein Fighters. Fighters, ja, total accepted. Das hier, ich finde es cool, dass es hier drin ist, aber hey, wir haben mehr Fighting-Games bekommen. Lass doch mal in die Fighting-Games mal die Chance, ja? Also ich würde hier die drei, würde ich replacen, weil Rising ist einfach nur noch mal ein Update. Ja, hier Blazing Strike, hier Under Knife, Imber, das Neue und Pocket Bravery. Klar, wir haben hier zwei starke Namen, Dragon Ball und Tekken, aber trotzdem, es will für mich besser aussehen. Ja, ich habe das hier, da habe ich Bias für, weil das einfach die beste, übrigens, das ist der beste Shit, der dieses Jahr passiert ist, der Comeback von Marvel vs. Capcom. Es ist Capcoms beste Fighting Collection. Sie haben ihre Learnings wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Und da kann man einfach nur sagen, ja, da wird nächstes Jahr wahrscheinlich die Capcom Fighting Collection 2 hier drin sein oder was? I don't know. Aber den Vote bekommt ganz klar Tekken 8. So, da haben wir das auch, Gott sei Dank, ausdiskutiert. Best Family Game, ich sehe Astro Bot, iClick. Come on, Nintendo und Plucky Squire. Nee, Astro Bot. Sorry. Sim Strategy. Komme zu Gami. Weil das ist Age of Mythology Retold. Frostpunk, nicht so meins. Manor Lords. Ja, Unicorn Overlord. Habt nicht den Bias zu VanillaWare mehr. Aber es wäre gut, wenn Atlus nochmal gewinnt. Aber Komitsugami verdient die Aufmerksamkeit. Ihr könnt ja die Demo spielen und könnt mal gucken, was es hier ist. Best Sports and Racing Game, wenn es ein Vote bekommt. Ich vote aber nichts davon, weil. Nö. Best Multiplayer. Das ist halt Multiplayer. What? What? Multiplayer. Ich würde schon. Ich habe dieses Mario Party nicht gespielt. Ich hab's dieses Mal Party nicht. Oh, mittlerweile Nintendo Cube. Okay. Ja, okay. Helldivers war mega geil. Ich nehme aber Tekken, weil für mich war das schon. Hat schon Spaß gemacht. Best Adaptation. Davon habe ich gehört. Knuckles. Keine Ahnung. Ich habe auch Power Man Plus nicht gehabt. Ah, okay, das war eine Serie. War okay. War okay, war okay. Muss ich noch gucken. Ist bestimmt mega gut, aber Arcane ist Weltklasse. Auch wenn League of Legends toxic as fuck ist, aber ja, das ist mega. Das ist mega, das Ding. Most anticipated Game. Leute, wenn das hier drin ist, wir wissen alle, was gewählt wird. Es wird GTA 6 sein. Die ganze Welt rastet aus wie ein GTA 6. Da wirkt das hier schon sehr langweilig. Ne? Monster Hunter Wilds könnte ich noch denken, dass das vielleicht Interesse bekommt. Metroid Prime 4 nur noch für die Fans, wirklich. Und Death Stranding 2 ist wohl eines der interessantesten Games hier bei Kojima, auch wenn ich nicht der Fan von Death Stranding bin persönlich. Aber ich habe immer ein Auge da drauf. Für mich das Most Anticipated Game ist tatsächlich Ghost of Yotei von der Auswahl her, weil der Trailer hat mir ganz klar gezeigt, hey, wir erzählen hier eine neue Geschichte aus einer neuen Perspektive, tatsächlich mit einer Ronin in und das mal gucken, wie das thematisiert wird. Es sieht technisch schön aus und ich finde auch die Charakterisierung viel besser. Deswegen bin ich schon mehr dabei. Also da habe ich richtig Bock drauf. Tsushima war mir nicht so, hat mir dieser Jin nicht so gefallen. Und das hier gefällt mir schon eher, dass sie gesetzlos ist und durch die Gegend streift und
ja, anscheinend, wie gesagt, hier wird schon gezeigt, dass sie waffenaffin ist und ja, es hat mehr diesen Western-Stil. Vor allem der Trailer, der hat mich sehr cool überzeugt, was die wollen. Dass sie sozusagen auf einem, ja, Kopfgeldliste ist. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich habe jedenfalls sehr viel Bock drauf. Da würde ich mich tatsächlich echt fallen drin lassen. Und Yutei, das ist ja dieser berühmte Berg. Und da habe ich auch Bock drauf. Also wie gesagt, die Bilder sind cool. Ich spiele nicht so viel Open World Adventure, also Action Adventure Games, weil es wirklich ja vieles mit einbezieht, bestimmt auch wieder RPG-Elemente. Also, wir wissen alle, GTA 6 wird das hier definitiv rocken. Oder das hier. Also, wenn das wird als zweites kommen. Da hat es ein bisschen Kontroverse bekommen, aber wenn ich vote, dann nehme ich Ghost of Yotei, weil da freue ich mich echt drauf. GTA ist nicht mehr mein Ding. Daher, ja. Content Creator Next. Best Esports Game. Next, ich bin da auch gar nicht drin. Warum keine Fighting Games hier dabei sind. Den einzigen, den ich kenne, ist Faker, aber da habe ich bessere gesehen. Esports Team, League of Legends, League of Legends, Counter-Strike, League of Legends, Dota. Nope, da bin ich nicht drin. Ja, und das war's, meine Damen und Herren. Das war mein Voting zu den Game Awards 2024. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Kommentiert fleißig mit. Ne, wir können ja mal noch kurz. Wir können ja noch mal kurz meine Karten angucken. Oder so. Nee, nee. Alles klar. Nee, das wäre jetzt mein Quote hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, jetzt seht ihr auch mein Desktop und wie das hier fertig gemacht wird, aber ja. Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt doch einen Kommentar und hinterlasst ein Like. Wenn ihr mehr manchmal so eine Videos haben wollt, auch vielleicht so eine Reaction-Video auf gewisse Trailer oder so, könnte ich ja mal irgendwann mal machen. So, das wäre jetzt erstmal das Voting für die Game Awards. So ein kleines Voting-Stage-Video, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, ja, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, ja, in anderen Videos oder Podcasts. Bye bye!